Oder ist es Zeit für ein Let's Play? Und damit herzlich willkommen zu Let's Play in a World. Und wahrscheinlich über die Ritzen. Robert macht einen auf Detective. Ja, hier ist ein Geheimgang. Allerdings können wir hier noch nichts mit anfangen. Was ist denn? Die Bühne ist wunderschön. Zurück zum Mechatasaal. Da müssen wir ein bisschen kombinieren. Ich hoffe, ich kriege das Rätsel jetzt noch aus dem Kopf hin. Das war gar nicht so schwer. Es war für mich ein bisschen blöd, weil irgendwas nicht gestimmt hat, aber etwa machbar. Ich weiß nur nicht, ob ich mir sicherheitshalber mal Stift und Zettel nehmen sollte. Ich glaube, ja. Sollte ich tun... Oh, diese Ladebildschirme, ne? Die rast... Ich raste wirklich. Das ist echt kacke. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt keine Lust, um so einen Cut zu setzen. Dann komme ich nachher beim Rendern durcheinander. Ja, ich wollte mir... Genau, das Drehbuch möchte ich mir einmal angucken. Weil da waren Notizen. Es lädt. Ich wollte jetzt noch nichts anschalten. Ich wollte mir... Conroy, unser Beschützer. Hatte ich hier nicht irgendwie was? Zwei... Hallo? Wieso kann ich... Drei... Ja. Okay, ich schreibe mir einfach nochmal die Geschichte auf. Oder... So. Zwei ist Eltern. Okay, obwohl, scheiße, ich muss mal den Hintergrund und so kack merken. Na, das ist ja wurscht. Dann gucken wir uns erstmal nochmal hier rein. Was da genau war. Und dann schauen wir mal, ob wir die Chose richtig machen. Laden. Boah, das hasse ich echt, ganz ehrlich. Also, die Ladesequenzen, die nerven mich ein wenig. Ich habe ja echt Verständnis dafür, wenn man von Ort nach A und B da immer hinzimmert. Ich denke mal, so ähnlich hat man das wahrscheinlich hier auch gemacht. Dann machen wir die Tür auf. Das Fach ist leer. Ja, du sollst die Kritzeleien angucken, Junge. So. Mache ich mal Hintergrund. 6. Eltern. 4. Conroy 7, Basilen 4. Und bei Conroy muss der Daumen nach unten auch noch. Daumen runter. Ich hoffe, ich krieg's jetzt geschissen. Wenn nicht, dann ist blöd gelaufen. So, dann wollen wir jetzt mal eine Szene nachstellen. Gib mir das Ding. Was ist so ein Rätsel? Da bin ich nicht so gut. Also nicht so ganz so gut, ne? Oh, Junge, laden! Und es wird gleich wahrscheinlich wieder laden. Oh, das ist mir zu viel Laden an einer Stelle. Schaltpult benutzen. Ich wusste es, aber ich glaube, die Sequenzen gehen schneller zu laden. Ich hoffe es. Laden, laden, ich lade euch auch mal gleich ein. Vielleicht liegt es auch nur an meinem Rechner. Das kann natürlich sein. Ich will ja niemandem was hier unterstellen, aber so ist das kacke. Oh, komm schon. Ich will das jetzt ausprobieren. Von wenn ich verkacke, will ich. Ja, bla bla, danke schön. Also. Das sind die Menschen. Ich will aber erstmal Hintergrund. Ah, da klappt das zu. Wie war das denn? Die haben wir ja hier. Das war ja die. Ich will mal gerade wissen, wenn ich auf 6 gehe. Ach, schiebt es sich automatisch weg. Okay, das ist blöd. Was war das Problem, was ich damals hatte? Die Eltern waren auf 4. Die Basilen waren allerdings auch auf 4. Was natürlich jetzt gerade nicht geht. Ach, ich dumme Nuss. Halt, halt, stopp. Ich mach's falsch. Ich weiß gerade, was die Sachen. Der Hintergrund muss wie im Kapitel 6 sein. Das muss ich mir nämlich jetzt in den scheiß Buchnummer angucken. Das war mein Problem. Nicht auf Stufe 6. Ja, ich hab's gecheckt und ich darf jetzt wieder gucken. Oh nein. So, Drehbuch. Ja, scheiße. So, was habe ich denn? Ich guck mir erstmal 4 an. Also, Eltern, ja, versteinert, das ist richtig. Basilen aus dem Ding raus, schreibe ich mir jetzt mal gerade auf, weil
Ich, eigentlich könnte ich mir das, glaube ich, merken. Ja. Hintergrund 6 ist normal, schreibe ich schon. Ja, das kriegen wir gebacken. So, jetzt machen wir es aber richtig. Wie hier bin ich. Es ist es nicht schwer, ich stelle mich einfach nur blöd an. Ach komm. Und das wird wieder geladen. So, das ist schon mal richtig. Hintergrund. Der war blau, der war hellblau. Was haben wir hier noch? Nein. Nein. Nee, dann war das. Machen wir erstmal so. Conroy war so, genau. Und die Drachis. Ja. Jetzt bin ich mir nur im Hintergrund ein bisschen unsicher. Also passt alles. Kein Hintergrund. Ja, so war das. Okay, alles klar. Nanu, was war das denn? Wir haben das Rätsel gelöst, Robert. Robert! Ich möchte am liebsten das von den Geistern einspielen, aber ich glaube, da könnte ich Ärger bekommen. Und tatsächlich, das ist ja, also sie haben es jetzt, glaube ich, nicht direkt geschützt, aber es liegt ja immer noch in deren Urheberrecht. Das konnte ich nicht einfach so nutzen. Laden, laden, alles muss ich laden. Zu der Bühne will ich jetzt gehen. Oh, diese Ladensequenz ist noch nicht fertig. Ah. Boah, ich brauche einen richtigen Gaming-Rechner, also. Ich bin nicht Fame, aber wer Bock hat, mich zu unterstützen, einmal Rechner bitte. Zahle ich auch gerne ab. So, den Daumen. Den will ich aber bearbeiten. Ich will ihn runterstrecken. Ups. Ich war das nicht. Was ist gerade passiert? Alles ist gut. Wir gehen jetzt im Geheimgang. Und da ist schon wieder dieses komische Wiesel, was ein Igel ist. Kleine, kleine, widerliche Kackenklobüße, du. Böse. Ich weiß nicht, was das scheiß Problem von dem Igel ist. Ich hab dir nichts getan. Ey. Ich war voll nice zu dem. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wir laden. Da ist es. Ha, ich habe dich gefunden, kleines Phosphos. Keine Angst, ich bring dich zurück zu Conroy. Rede doch noch lauter, damit die auch mitbekommt, dass du da bist. Ding nicht. Dieser dämliche Trottel hat es bestimmt kaputt gemacht. Sie meint ganz bestimmt nicht mich. Wenn ich diesen verblödeten Idioten wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Hoffentlich meint sie nicht mich. Das wäre schon ein wenig süß. Viel zu schwer. Ja, ich überlege gerade, mit was kann man denn... Hier auf dem Etikett Konrads Spitz mit Lösungsmittel mischen? Ha, Ottilies Schnaps ist mindestens so gut wie Lösungsmittel. Sogar noch besser. So, das habe ich schon mal gemacht. Was will ich mit der Feder? Egal, da kann ich, glaube ich. Ich muss wieder. Ja. Wie betätigen das? Dann gehen wir wieder hoch, das heißt, wir haben wieder Ladesequenzen. Der Vogel sieht uns! Und er ignoriert uns! Ernsthaft? Man hört es doch auch, wenn das Ding hoch und runter geht. Ich meine, dass der es nie mitbekommt, das ist doch schon echt ein bisschen paradox, ne? Also das von vornherein. Spiele, die ich gut finde, darüber meckere ich am meisten. Wobei ich sagen muss, dass mich das mit dem Laden echt abpisst. Sehr schön!
So, einmal in die Hand kippen. Naja, da... Warum nicht? Dann packst du den da dran. Das war doch jetzt... Dann packst du den Kescher da dran. Ich will, dass der Kescher da festkommt. Er kann den Kescher in der Hand halten. Muss ich das nicht jetzt noch irgendwie befestigen? Das könnte Spaß... Bist du sicher? Funktioniert das so wirklich, Robert? Naja. Gut, dann vertraue ich dir mal. Ich hätte jetzt gesagt, man müsste das noch festmachen. Oder mir fehlt noch eine Zutat. Das kann natürlich sein, weil bevor habe ich sonst einen scheiß Kleber. Laden. Ja, wir laden. Zum Dinner ein. Ich wusste es doch. Nanu, wo ist denn der... Oh, was habe ich denn jetzt wieder übersehen? Ich muss ihn da oben festmachen. Nein, jetzt ist nicht die Zeit. Lieber nicht. Der Spezialkleber mischt sich nicht von allein mit dem Schnaps. Ach so, den muss ich noch mischen. Was sagt er doch? Toll. Der Korken passt. Ja, ich bin intelligent. Einmal gut. Jetzt habe ich Kleber. Toll, ich bin so eine dumme Nuss. Ja, alles klar, meine Schuld. Hm. Weißt du immer noch nicht, was ich mit der Feder machen soll, aber okay. Boah, diese Ladesequenzen. Ich werde wahrscheinlich echt noch zigtausend Mal dazu sagen. So, ich nehme jetzt einen scheiß Kescher. Das ist meine Schuld. Ja, ich bin blöd. Kescher, da dran bitte. Einmal in die Hand. Er kann den Kescher in der Hand. Ja, das ist wunderbar. Und warum können wir jetzt einen Kleber da drauf packen? Ich mache ein bisschen Kleber an die Hand. So. Das sollte reichen, oder? Ich lasse das einfach so. Ja. Wenn jemand fragt... Da kann ich jetzt runter. Scheißegal, was ich denn noch im Inventar habe, das kann von mir aus auch weg. Jetzt ist es Zeit für die Kescher-Aktion. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Feder machen soll. Da muss ich die auch noch da dran machen, weil es hübsch ist, Deko oder so. Und zack. Jawohl. Und was wird das, wenn's fertig ist? Ich, habe dir das Phosphor abgejagt. Fast. Wow, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Geil. Laura ist eine coole Sau. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und, Dieses Phosphor wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das... würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Sehr. Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur? Warum leuchtet es nicht? Oh, sie weint. Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal! Ist das so eine Diorama? Gib es her! Heißt es Diorama? Ich weiß es gerade nicht. Auch so ähnlich, ne? Papa! Laura, ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conroy vor... Was ich jetzt sage, dich, ohne die Flöten, es ist die Conroy aufzuhalten. Laura, muss die, wir haben keine Zeit, im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel, um den Wind zu retten. Lass ihn, kümmert euch weiter um die anderen. Reminepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen! In die Kammer mit ihm! Laura!
Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was für eine seltsame Nase. Er hat immer gesagt, ich wäre der Einzige. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Robert, ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Du elender Mistkerl. Was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Toastbrot. Du hast doch immer gesagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Also, Robert, komm her. Wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Nein, ich meine ja. Ich meine, ich komme zurecht. Wie so eine Kackwurst liegt sich die Taube drauf. Ich finde es aber so geil. Wurzelwald, Wurzelwald. Alles klar. Okay, Flötennase, halt dich fest und setz den Helm auf. Das könnte jetzt gefährlich werden. Was denn für ein... Hey! Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt noch mal zurückkommt. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. Oh, willst du ihm die abhacken oder was? Oh mein Gott, was für ein Bastard. Ja, aber ich würde mal sagen, im nächsten Part geht es weiter. Dann sehen wir uns einfach mal, wenn wir gelandet sind. Was für eine Landung wir hingelegt haben und ja, noch viel Spaß und Way!